Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich sehe wieder lustig aus. Ich habe eine Haarmaske auf dem Kopf. Ich bin meine Augenbrauen am Färben. Ich hatte wieder so viele Graue dazwischen, ne? Das war echt, ich habe doch keine Lust, das immer alles dann so nachzuarbeiten mit dem Stift oder so, weil das dann schon so hell geworden ist. Ich muss halt jetzt langsam die rechte Seite abmachen. Google, unsere Google hat nämlich schon geklingelt, dass ich die runter machen soll. Genau. Fatima, ja, genau. Robert ist zu Hause, er hat Homeoffice. Genau. Habe heute Morgen schon eine Stunde trainiert. Dann habe ich noch ein paar Planks gemacht. So, jetzt mache ich mal runter. Jetzt kann ich gleich noch mal eine Haarmaske auswaschen. So. Und mein EKG-Befund, da habe ich auch gerade Bescheid bekommen. Mein Hausarzt hat gerade angerufen, ist alles in Ordnung. Also auch wieder abgeschlossen. Da bin ich schon mal ganz froh. Nee, links brauche ich ja noch gar nicht abmachen. Da muss ich ja erst warten, bis okay Google meckert. Okay Google, wie lange geht der Timer noch? In einer Minute und 27 Sekunden ist es soweit. Okay, dann ist es soweit. Ja. Genau, so. Jetzt packe ich gleich noch ein paar Sachen, weil wir wollen ja heute schon zum Platz fahren. Robert ist ja morgen nochmal einen Tag arbeiten. Dann hat er endlich auch 3 Wochen frei. Freust du dich schon? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Ich auch. So. Okay, Google hat gemeckert. Jetzt kann ich die andere Seite abmachen. Boah. Shit. Noch runtergefallen. Oh, und schon sehen sie wieder besser aus. Die Augenbrauen haben wieder Farbe. Super. Ging ja echt gar nicht mehr. Oh. Ja, und gestern war ich ja beim Urologen, wollte ich sagen, nein, beim Chirurgen. Und ist alles gut zusammengewachsen. Also sieht alles sehr gut aus. Ich hatte sogar die Elle hatte ich gebrochen. Die war auch irgendwie angebrochen, aber da wurde nichts dran gemacht. Ja, und das wächst auf jeden Fall auch schon super gut zusammen. Und an sich der Bruch auch. Wächst ganz gut zusammen. Ja, aber auf dem Röntgenbild, das konnte der nicht so richtig sehen, da ist wohl eine Schraube, die stört. Ich kann nicht richtig die Hand nach unten drücken. Die hat eine Schraube locker. Ja. Ja. Ich kann die Hand nicht richtig nach unten drücken. So wie jetzt hier, zum Beispiel mit der Hand, die ganz ist. Ne? Damit geht das besser. Also entweder ist es eine Trainingssache oder es liegt an der Schraube. Ja, jetzt muss ich nächste Woche Mittwoch zum CT. Ja, und dann hoffe ich mal, dass es nicht die Schraube ist, sondern, weil sonst muss sie nämlich raus. Dann heißt das dann, dann werde ich dann in den nächsten 10 Tagen wieder operiert. Ja, dann kommt die Schraube raus. Ich so, kann man denn da nicht alles rausnehmen? Nee, das geht nicht. Die Platte muss, ja, bis 1,5 Jahre muss die auf jeden Fall drin bleiben. Ja, und jetzt drückt mir bitte die Daumen, dass das alles gut geht. Ich meine ganz ehrlich, es gibt auch Schlimmeres, das weiß ich ja auch. Ne? Aber ich habe keine Lust, jetzt wieder operiert zu werden. Ne? Na gut, wenn es so ist, dann ist es so. Dann wird er wieder aufgemacht. Die Schraube raus, zugemacht und fertig. Ne? Das ist schon. Naja, was will man machen? So ist das. Der konnte das auf dem Röntgenbild nicht so ganz sehen. Ja, mal gucken, was dann das CT-Bild nächste Woche ergibt. So, und jetzt mache ich noch meine Haare auswaschen, föhnen und dann bin ich irgendwann fertig mit mir. So, Jasmin hat sich ein Eis gewünscht. Ich bin nämlich hingegangen, ich habe Stracciatella gekauft, dann habe ich Vanille gekauft und dann habe ich einmal hier so Tricolor gekauft. Das ist so mit Haselnuss, Vanille und Schoko. Genau.
Genau, die Maus möchte alle Sorten davon haben. Also das ist jetzt einmal Vanille, Haselnuss und Schoko. Genau, das mache ich jetzt so ein bisschen wie aus der Eisdiele mit ein bisschen Sahne. Und hier Eiswaffeln habe ich geholt, genau. Dann zeige ich euch das, wenn das gleich fertig ist. Sahne. Ja, genau, du kriegst ja auch Sahne. Yeah. So, Eis ist fertig. Habe ich jetzt noch so ein paar kleine Disco-Kugeln drauf gemacht. Sage ich jetzt mal, genau. Guck mal, Maus, wie aus der Eisdiele, ne? Bitteschön. Schaut mal, wie süß. Die Teddy liegt hier auf dem Sideboard. Die liegt hier schon die ganze Zeit drauf. Nee? Hey, du. Hm? Haare sind immer noch nicht geföhnt. Ja, jetzt sind sie erstmal noch mal richtig nass, weil ich habe nämlich noch Rosmarin drauf getan. Habe ich mir hier überall hier am Ansatz überall drauf getan für schnelleres Haarwachstum und so. Die liebe Xenia, die schwört ja da drauf. Von ihr habe ich das dann mit den Rosmarin. Genau, ich habe mir das ja auch selbst im Garten im Kübel gepflanzt, habe ich mir das. Genau, damit die schneller wachsen. Wollen wir mal dran glauben, ne? Also sie sagt ja, es ist toll. Jo, jetzt mache ich es auch mal. Ja, jetzt habe ich mir es hier reingemacht. Habe ich mir jetzt hier reingemacht. Ich hatte schon so Rosmarinflaschen, aber da sind mir leider die Sprühaufsätze von kaputt gegangen. Jetzt habe ich mir es hier reingefüllt. Jetzt werde ich mir nachher online da sowas Neues bestellen, wo ich das dann reintun kann. Genau, hier habe ich noch das Zeugs hier, genau, hier habe ich das einmal 10 Minuten mit übergekocht, habe ich das auskühlen lassen, genau, und dann habe ich das in den Filter reingetan, habe ich so einen Kaffeefilter und dann einmal, genau, hier, Kaffeefilter einmal durchlaufen lassen, damit ich nicht das ganze grisselige Zeug da drin habe von dem Rosmarin. Hier ist jetzt noch ein Rest, das kippe ich mir jetzt noch hier rein, ja, dann, will ich das dann umfüllen, sobald ich die neue Flasche habe für Rosmarin. Genau, so, und jetzt werde ich mal noch, lasse ich jetzt noch ein bisschen antrocknen und dann werden die Haare dann gleich geföhnt. Ich habe meine Haare immer noch nicht geföhnt, ich habe einfach keinen Bock, ne? Ich habe keinen Bock, die Haare zu, aber ich muss da gleich mal drüber gehen, weil sonst sehe ich es aus wie ein Mob. Und gestern war ich ja meiner Freundin noch laufen, da habe ich meinen Nachbar getroffen. Ich wusste nicht, dass der Imker ist. Das macht er jetzt seit 2 Jahren, so Hobby, so für sich. Ich kenne ihn ja schon lange, weil wir wohnen ja auch schon 23 hier in unserem Haus, 23 Jahre. Und ja, wir haben ja immer zwischendurch miteinander gesprochen, aber der Gute, der macht es ja auch seit 2 Jahren. Und dann habe ich den gestern gesehen, so, was ist denn da drin in der Schubkarre? Ja, das sind meine Waben. Ich so, wie Waben? Bist du Imker? Machst du das jetzt? Ja, ich mach das jetzt. Der macht das total gerne. Ist echt cool. Da kann man jetzt bei dir Honig kaufen. Ja, man kann jetzt Honig bei mir kaufen. Ja, dann habe ich gefragt, was sind so für Honig? Ja, Naturtruben. Ich glaube, Frühlingshonig war das, meine ich. Und einmal diesen klaren Honig. Ich dachte, ey, cool. Ja, klar, den klaren Honig, den brauche ich einmal. Ja, heute Morgen dann dort gewesen, habe ich mir dann den klaren Honig geholt. Ich habe den dann erstmal probiert. Total lecker. Ich mag ja Honig total gerne. Hä, wo habe ich das denn jetzt hingetan? Ach so. Alter, ich wollte schon sagen. Hier ist einmal der Honig, der ist super lecker. Habe auch Jasmin einmal probieren lassen. Ah, das ist nicht so der ihr Geschmack. Noch nicht. Mal gucken, wenn sie dann mal so 15 ist. Dann bestimmt, war ja bei meiner anderen Tochter auch so, wo die kleiner war, mochte die den Honig nicht so gerne. Und jetzt so. Die Geschmacksknospen entwickeln sich ja auch, ne? Wenn die dann älter wird, dann wird die bestimmt auch irgendwann mal mögen. Genau, ich habe 6,50 für den Honig bezahlt, 50 Cent Pfand und ja, ich würde mir jetzt immer den Honig da holen, weil ist ja auch voll bio, ne? Ob ich mir jetzt im Geschäft jetzt Honig hole, ist erstens auch teuer
und noch lange nicht so lecker, ne? Weil das ist ja wirklich, ich muss mir das mal bei dem angucken, ich frage den mal, der hat nämlich seine Biene nicht so weit von hier weg, ob ich mir das mal angucken kann, weil ich finde das nämlich sehr interessant. Ja, wo der mir das gestern gezeigt hat mit den Waben und so, da waren da auch noch ein paar Wespen und so drin, nicht Wespen, Bienen drin, ne? Ich finde sowas echt total interessant, ne? Ich muss mir das echt mal näher angucken. Ich kenne sie aber irgendwie nur aus dem Fernsehen. Ja, so, jetzt mache ich, föhne ich aber, glaube ich, doch mal meine Haare, weil in 30 Minuten kommt nämlich unser ältester Sohn nämlich mit seiner Freundin. Ja, und der Rohr ist schon die ganze Zeit oben mit der Kleinen am Spielen. Die möchte nämlich oben mit ihrer Küche spielen und dann muss sie den Robert immer irgendwas kochen und so. Das hat die gestern mit mir auch gemacht. Hat die immer irgendwas gekocht und dann habe ich aus Versehen, da bin ich voll eingeschlafen. Voll eingeschlafen und dann bin ich mit meiner Freundin dann noch laufen gegangen. Es war schwer wieder mit dem Aufraffen. So, jetzt fange ich aber mal an, damit ich hier mal in eine Pötte komme. So, wieder schon besser aus. Ich habe mir ein bisschen jetzt hier den Pony geföhnt. Habe mir jetzt hier so einen halben Bauernzopf gemacht. Genau. Und dann jetzt hier das Pferdeschwänzchen. Ich freue mich schon, wenn er wieder bis hier ist. Ne? Ach, da muss ich mich aber noch gedulden. Länger als ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ja, ne? Genau. Ich habe mir hier mit meinen Föhn, ich habe hier so verschiedene Aufsätze. Habe ich einmal hier so den hier. Oder hier. Der ist auch total gut. Ich habe mir so ein bisschen ihr Pony so ein bisschen eingedreht. Ja, das reicht. So, jetzt warte ich ja drauf, dass mein Söhnchen kommt mit seiner Freundin. Und Robert werde ich jetzt auch oben runterrufen. Jo. So, ein bisschen Parfüm darf auch nicht fehlen. Mhm. Oh, der ist so lecker. Robert ist mittlerweile wieder unten. Und wir werden wahrscheinlich morgen erst zum Campingplatz fahren. Dann müsste ich jetzt noch alles packen und so. Und habe ich mir jetzt gar keine Lust mehr drauf. Das mache ich morgen früh. Ne? Was ist? Die wollen unbedingt heute zum Campingplatz. Ich will aber morgen. Morgen. Du kannst ja packen. Ich pack dann morgen in Ruhe. Ja. Mach ich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt zu Kaufland. Boah, ey. Schaut mal, was die hier alles an Milka-Schokolade haben. Für 1,88 Euro. Krass, ne? Boah. Habe ich mir auch eine mitgenommen. Hier. Eine Nussini. So, Robert ist hier wieder nach Computerzeitschriften am Gucken. Was guckst du denn? Ja. Ah, nichts bei. Hä? Na, ist zu teuer. Das ist zu teuer geworden. Da, Retro-Gema. Blätter ist da einmal durch und dann war's. Ja, und dann fliegt das wieder rum. Guck mal hier, ja. Kult Computer 80er. Amiga. Ja, sowas ist noch interessant. Ja. So einen hatten wir damals auch, Amiga. Das Problem ist, man kann alles online abgucken. Jetzt soll ich mir eine Zeitung holen für viel Geld? Ja, guck mal, was kostet die eigentlich? 9,95 kostet die. Boah, ist das der Hammer. Hammer. Damals 5 Euro, glaube ich, ne? Oder 5 Mark oder so, ne? Ja. Hammer. Hammer, Hammer. Robert, komm hier. Ich hab dich gefunden. Ach, komm mal hier. Ach lol, das Spiel. Ja komm, dann ist er ja genauso scheiße wie ein kleines Kartenspiel. Ja, genau. Der war voll der Witz. Ja, das war eben nicht der Witz. Guck mal das Gesicht. Und, ne? Bringt euch das Gesicht von Nicole nochmal gut ein, dann wird es gleich anders aussehen. Genau. Genau, wir sind im Kaufland. Jasmin kann sich noch ein bisschen was aussuchen hier. Sie hat sich nämlich ein Catcar gewünscht. Das können wir nämlich Montag holen fahren. Und hat jetzt noch eine Kleinigkeit, die sie sich aussuchen kann. Die hat nämlich gespart halt Geld von ihrem Geburtstag noch. Ah, das hast du ausgesucht? Ja. Yeah. Wo guckst du hin? Ja, ich war und gucken, was mich teuer geht. Ja, mal fest, ich guck mal. Was? Ja.
Wo hat sie her? Was denn jetzt? Das ist die LOL Twins. Okay. Was kostet denn jetzt? Nix? LOL heißt sie. LOL Twins. Kann aber dauern. So. Ich habe mir mal das Ajax mitgenommen. Das riecht nämlich total lecker. Meine Freundin hatte das nämlich. Genau. Und das hat die nämlich ein Angebot für 1,30. Wo hast du denn jetzt? Ach ja. Und hier das Softland Frühlingsfrisch habe ich mir mitgenommen. Genau. Und die Tafel Schokolade, die muss ich auch mal probieren. Die nehme ich jetzt mit nach vorne. Das war schon klar. Ja, ne? So, weg mit dem Wagen. Ja, du bringst den Wagen weg. Ja. Genau. So, jetzt probieren wir noch die Schokolade mit euch zusammen. Und dann machen wir Sense für heute. Genau. So. Du kannst ja hier. Die leckere Nussini. Mm. Papa. Willst du auch mal sehen? Ja. Gib dir erstmal auch mal ein Stück. Ist aber lecker. Da brauche ich direkt noch ein Stück. Mir ist ja zu süß. Boah, lecker. Lecker. Lecker, ne? Ja. So, wir machen jetzt Feierabend für heute. Das sieht deutlich mehr viel fahren nach Hause. Lass den Abend jetzt noch schön ausklingen. Vielleicht gucken wir noch was auf der Leinwand. Ja, mal schauen. Mal schauen. Und wenn, dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, morgen geht's dann zum Campingplatz. Genau. Tschüss. Tschüss.